Ja, hallo und guten Morgen. Ja, willkommen in der neuen Woche und vielleicht wird die Sonne nochmal etwas kräftiger rauskommen. Ich habe die Faxen dicke langsam mit dem Regen. Also, Mann, das ist der Sommer 2021 gewesen. Ja, also die Blätter verfärben sich schon, das merkt man auch. Und es ist echt verrückt. Ja, hallo meine Lieben und ich sag mein Ritual. Danke, danke, danke. Danke, ihr Lieben. Danke fürs Feedback. Danke fürs Abonnieren meiner Seite bei Facebook unter Medium Birgit, nur Medium Birgit. Und total klasse. Und da freue ich mich einfach immer drüber. Das ist einfach hervorragend. Ja. Wir gehen jetzt, ja, wo gehen wir denn rein? In die Septemberlegung, ja. Ich habe ja gesagt, dass sich einiges auch noch aufklärt. Und genau da sind wir drin. Das ist im letzten Video war ja auch das Thema wieder Geld und auch da sind wir drin. Was im Moment extrem ist, in Bezug auf die Liebe, ganz, ganz viele trennen sich. Trennen sich, wo aber wirklich die Männer gehen, von jetzt auf gleich, so buff, baff, weg sind die, ja. Dann möchte ich noch etwas wirklich loswerden. Wir haben ja das letzte Mal, haben wir ja auch Neumond-Video gemacht mit der Sabine über Karten legen und weil das ist auch immer eben wichtig, lese ich die Karten oder lege ich die Karten? Mache ich eine große Tafel oder bin eben gleichzeitig mit dem Kartenbild im Kanal? Und dann sprechen eben die Karten zu mir. Was eben auch wichtig ist, was ich jetzt auch mehrfach gehört habe, dass es immer noch welche gibt, die Rituale machen, Partnerrückführungen. Leute, 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 lasst euch wirklich nicht darauf ein. Das ist Manipulation vom Feinsten. Und da sollte man wirklich die Finger weglassen. Weil das ist ein absolutes No-Go. Und diese Manipulation, wenn etwas zu Ende ist, ist es zu Ende. Wenn noch Hoffnung besteht, natürlich sieht man das auch im Kartenbild, da ist auch die Liebe noch da. Aber ich kann nicht über ein Ritual in eine Manipulation gehen. Das geht gar nicht. Also ich kann nicht Menschen manipulieren. Wo kommen wir denn dahin? Also deswegen überlegt euch das wirklich dreimal. So, aber wir gehen jetzt in die Themen hinein und mal gucken, was sich jetzt im September noch so Wunderbares alles aufklärt. Die Wahrheiten kommen mehr und mehr raus und das ist auch gut so. Und ja, der Wechsel. Na, der ist im vollen Gang und das ist gut. Also schaut über den Tellerrand und denkt dran, ich will hier nichts Politisches oder sonst was sagen, das liegt mir fern, aber geht wählen. Nicht wählen ist nicht die Lösung, sondern geht wählen. Das ist total wichtig für jeden und ja, ihr werdet da schon richtig entscheiden. Aber lasst euch nicht blenden. Das ist auch nochmal wichtig. So, und wir legen jetzt hier los und gucken jetzt mal, was der September uns so bringt. An neuen Wahrheiten, die noch mehr aufgedeckt werden, wo wirklich jetzt ja, immer mehr ans Tageslicht kommt, ne? Und das ist auch wirklich wichtig und gut so. So, dann schauen wir mal für den September, für die Liebe für den September. Oh,
was da so gebacken ist, ne? Vor lauter Trennungen. Also es ist echt extrem. Ihr wisst ja, dass ich da auch auf der Line arbeite. Und deswegen bin ich da immer ganz nah am Geschehen dran, auch am Thema, gerade mit der Liebe, ne? So, hier gucken wir aber erstmal, was die Erzengel uns noch zu sagen haben. Da sind sie schon. Die sind aber heute turbomäßig unterwegs. Und natürlich auch für die Liebe. Ich mich zwar immer, bevor ich das Video starte, aber wenn man den Impuls hat, sollte man diesem Impuls auch wirklich folgen. Es ist auf jeden Fall, trotz alledem, ist es eine sehr spannende Zeit. So. Zwei, die wollten sich verstecken, aber ihr wisst, nicht mit mir. Und eine Karte noch. Und für die Liebe ziehen wir auch noch zwei dazu hier als Thema. So. Auf wie geht's? Und was habe ich nicht gesagt? Ich bereite nie was vor. Ich lasse mich immer komplett führen. Und das ist überhaupt das Allerwichtigste. Deswegen, also, ich möchte hier nicht schon Karten hinlegen. Und deswegen, also, da lasse ich mich immer komplett von oben führen. Wow, der Magier liegt hier schon. Mit allen Facetten der Kunst wird gearbeitet. Und man muss im Vertrauen bleiben. Und das ist total wichtig jetzt gerade. Ihr müsst wirklich im Vertrauen bleiben. In eurer Haltung wahren und bewahren. Und ja, und es geht dann mal wieder um Gelder, ganz klar. Ist ja auch logisch, wie mit unseren Geldern umgegangen wird. Da muss man ja auch mal, also da fasse ich mich manchmal echt am Kopf. Ui, hier sind ja zwei. Das ist gut. So, und das ist aber aufgefallen. Da waren zwei Kärtchen draus. In der lieben Liebe. In der Gerechtigkeit. Ui, also für diejenigen, die vielleicht jetzt einen Sorgerechtsstreit haben oder Scheidung, oder so, das liegt hier, die Gerechtigkeit wird da auf jeden Fall siegen. Das ist auch alles gut. Ja, befreie dich. Ja, passt doch, ne? Man befreit sich ja dann. Also, keiner kann vorab sagen, wenn eine Scheidung ausgesprochen wird oder so, wie man sich fühlt. Das kann keiner, weil das ist ja nicht planbar, ne? In dem Moment, wo es dann wirklich so vollendet ist, man muss zwar immer noch auf das Urteil dann warten, aber man weiß nicht, wie fühle ich mich danach. Kann ich jubeln oder bin ich wirklich so in mir, boah, emotional so richtig erstmal am Boden, weil auch eine Last von mir genommen wird, ja? Oder eben, weil ich die ganze Zeit so angestrengt war in meinem Nervenkostüm, dass ich dann wirklich erstmal in so wie so ein Loch falle. Deswegen, also das weiß man wirklich nicht. Da kann man auch nicht sagen, so und so wird man sich fühlen. Das ist wirklich, wie berührt es einen, wie stand man unter Strom wirklich die ganze Zeit. Deswegen, aber vor lauter Liebe, gehen wir jetzt aber erstmal in den September.
Ja, im September, also die erste Woche, da liegt der Magier, was ich gerade schon gesagt habe. Aber hier haben wir auch die Botschaft, alles ist gut. So, und genauso ist es im Moment. Es wird vieles sortiert, es wird vieles aufgedeckt. Man sollte wirklich über den Tellerrand hinausschauen, das ist sehr, sehr wichtig. Und hier geht es aber auch nochmal so im privaten Bereich auch gleichzeitig hier um die Kinder. Und das ist ja auch im Moment ein ganz großes Thema, die Kinder. Ihr wisst, was die STIKO gesagt hat, was die vorher gesagt haben, was die nachher gesagt haben. All sowas. Also da müsst ihr wirklich mal recherchieren. Und hier geht es eben auch um die Kinder. Und da müsst ihr wirklich aufpassen, dass da nicht ja, ich sag mal, der Schuss nach hinten losgeht. Also hier der große Magier, es wird mit allen Tricks, es wird mit allen Lügenkonstrukten auch gearbeitet, aber hier bleibt im Vertrauen, das ist ganz, ganz wichtig, bleibt auch im Vertrauen mit den Kindern. Also, wenn ihr da auch jetzt zum Beispiel irgendeine Streitigkeit habt oder so, bleibt im Vertrauen. Alles ist gut. Alles geschieht genauso, wie es gerade geschehen soll. Und das ist eben wirklich wichtig. Aber es gibt ja auch einige, die sagen, das ist von oben so gewollt. Das ist vollkommen mein Lieblingswort. Bullshit. Weil das ist nicht von oben, das ist nicht aus dem Universum, sondern es ist alles von Menschenhand gemacht. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja? Also da muss man wirklich auch differenzieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann haben wir auch noch das Thema die Leidenschaft. Und die Leidenschaft ist auch zum Beispiel, wenn jemand hier einmal Mutterthema hat, aber auch Mutterthema hat, weil man Mutter werden möchte. Also auch hier raus aus dem Kampf. Das ist wichtig. Wenn ich immer da mir den Druck setze, ich muss jetzt schwanger werden, ich muss jetzt schwanger werden, das funktioniert nicht. Ihr müsst da wirklich in die Leidenschaft gehen und da Vertrauen drauf. Und guckt mal in das Thema rein, was habe ich manifestiert? Wenn es jetzt, ich sag mal, ein paar Mal nicht gefluppt hat, dann ist man tief enttäuscht. Und das manifestiert man ja auch im Unterbewusstsein. Also da kann man sehr wohl dran arbeiten. Also Mutterthema und gleichzeitig eben Mutter werden. Und hier raus aus dem Kampf das Ganze fließen lassen. Und das ist jetzt auch wichtig, wieder im Außen wirklich fließen lassen, aufhören gegen Windmühlen zu kämpfen, wirklich fließen lassen, im Vertrauen sein, es sortiert sich gerade. Ja, und das ist eben total wichtig. Und man muss ja einfach auch mal den klaren Verstand einsetzen. Wenn, ich sage jetzt mal, wenn ein großes Krankenhaus 2000, 3000 oder 4000 Betten zur Verfügung hat, diese aber zur Hälfte reduziert werden, weil auch in den Zimmern in vorher 4 Bett, jetzt nur noch 2 Bett, weil auch da eben sortiert werden muss, ja, dann hat man nicht mehr so viel Kapazität. Sollte man mal drüber nachdenken, sollte man mal drüber recherchieren. Und weil jeder hat ja auch irgendwo, kennt jemand Pflegepersonal, Krankenschwestern oder, macht euch da mal schlau. Und hier geht es nämlich dann auch wieder mal um die Gelder hier, ne? Aber hier liegt auch die Transformation drin. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Es geht viel wieder natürlich um Geld. Und aber auch diese Transformation, dieses Neusortieren. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es geht natürlich auch um Gelder für diejenigen, die dann ab Oktober
eine Testung selber bezahlen müssen. Das ist ein No-Go. Wir bezahlen das doch eh schon mit unseren Steuergeldern. Also warum soll das doppelt bezahlt werden? Und es kann doch nicht sein, dass ein Volk gespalten wird. Wir wollen doch eine Demokratie. Wir wollen doch Pro und Contra. Also ich weiß gar nicht, wo da das Problem ist letztendlich. Und wir bezahlen es alle. Ja, deswegen, also da sollte man wirklich ganz, ganz schwer aufpassen und lasst euch bitte, bitte, bitte nicht spalten. Na, nicht die einen in eine Schublade, die anderen in eine Schublade. Bleibt wirklich bei euch, bleibt in eurer Haltung, bleibt in eurem Vertrauen und respektiert von jedem, aber auch wirklich von jedem die Meinung. Punkt. Ja? Also da muss man wirklich gucken und nicht, dass ihr das zulasst, dass hier eine Spaltung passiert. Geht gar nicht. Ja? Also, ihr Lieben, da geht es nochmal um die Transformation, nochmal um Gelder, aber gleichzeitig hier auch wirklich aufpassen. Man ist sehr, sehr dünnhäutig, man ist sehr angespannt, Empfindsamkeit. Ja, sagt die Karte auch gleichzeitig. Und es geht aber auch darum, wenn ihr eben, genauso wie in der Liebe hier gleich, wenn ihr Gelder bekommt oder Rückzahlungen oder zum Beispiel auch Unterhaltsgeschichten bekommt, ne, da wird ganz, ganz viel eben auch ausgezahlt. Dann geht es eben auch hier in der freien Natur, geh nach draußen, und das sage ich im Moment ganz, ganz vielen, raus, geht in die Natur, egal wie das Wetter ist. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, also raus. Ihr müsst euch wirklich den Kopf freipusten. Das ist so, so, so wichtig, ja. Deswegen also hier ganz, ganz klar auch nochmal dieses Fundament dafür bauen, raus mit euch. Und hier der Hierophant, der Prediger, ne? Der Prediger mit dem lächelnden, mit dem weinenden Auge, scheint gegen Ende September dann auch so ein bisschen alles wackelig zu sein. Würde auch sehr passen, dann passend zur Wahl, dieses sehr wackelige. Also da wird es nicht einen eindeutigen Gewinner geben. Da wird ganz, ganz viel auf wackeligen Beinen stehen, aber trotzdem kann etwas da gebildet werden. Man muss immer überlegen, was man da wirklich wählt. Ne? Also es kann auch damit wirklich viel zu tun haben. In der lieben Liebe habe ich ja eben schon gesagt, diese Befreiung, befreie dich. Und hier hatte sich ja eine Karte noch versteckt, die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit wird hier wirklich absolut siegen. Und die Welt sagt wirklich, ein neuer Weg. Und das ist total klasse hier. Im Grunde genommen, das Tal der Lethargie ist vorbei. Und hier, man bekommt das, was einem wirklich auch zusteht, was auch wichtig ist. Und da habe ich ja vieles eben schon zugesagt. Was aber eben auch wichtig ist, dieses Befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzugewinnen. Und genau das wird das Thema sein. Hol dir dein Leben wieder zurück. Und wenn da zum Beispiel eben eine Scheidung oder was auch immer, wenn ihr eine Verhandlung habt, wo es auch um Unterhalt und sowas geht. Die Gerechtigkeit wird da siegen. Ihr kommt zu eurem Recht. Und hier, du gehst dann aus einer Abhängigkeit und kannst dich wieder befreien. Kannst also auch wieder durchatmen. Dann ist in der lieben Liebe ist auch, man darf ohne Angst lieben. Und das ist ganz großes Thema immer wieder, weil man vielleicht eben durch die Vergangenheit geprägt ist. Und wenn man da wirklich geprägt ist, kommen immer so Programme hoch. Ja?
guckt euch dieses Programm an, was da hochkommt, wenn ihr wirklich so ein Gefühl auf einmal bekommt, boah, mir nimmt es die Luft so, oh, ne, ich kann gar nicht mehr sprechen. Schreibt euch das in dem Moment alles raus und verbrennt es weg damit, damit diese Ängste auch gehen können und man sich eben hier auch wieder öffnen kann, was eben auch ganz, ganz wichtig ist, ja. So, und hier geht es eben auch nochmal auch um Hilfen, Hilfen auch annehmen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in einer neuen Liebe seid, frisch verliebt oder wie auch immer, und derjenige möchte euch finanziell unterstützen oder euch helfen oder aushelfen, dann dürft ihr das auch ruhig annehmen. Das ist eben auch wichtig. Natürlich auch Grenzen setzen und auch Grenzen setzen, wenn euch bestimmte Dinge eben zustehen. Das ist da eben wichtig. Auch die Hilfen im Außen ausschöpfen. Ja, ganz, ganz wichtig. Aber wichtig ist, euch aufmachen. Dann sind wir hier in der Situation, das ist total süß, gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert, ne? Große Liebe hier. Hört auf euer Gefühl. Und das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Hört auf eure Seele. Die Seele muss Bäm machen. Die Seele muss sagen, ja. Und die Seele muss nicht sagen, ja, aber. Ja, ganz nett. Ja, ganz sympathisch. Ach ja, da sind noch Ängste. Da ist noch das, da ist noch das. Hört auf, das zu entschuldigen. Bäm, muss die Seele machen. Und das ist eben hier wichtig. Intuition, auf die Intuition hören. Auf die eigene bitte. Das ist wichtig. Und hier habt ihr manchmal das Gefühl, ihr steht mit dem Rücken an der Wand. So, und wenn ihr in einer neuen Liebe seid, wo der Partner jünger vielleicht sogar ist, ja, wo ist das Problem? Also Männer haben da überhaupt kein Problem mit, aber Frauen haben da immer wieder ein Problem. Also das Recht steht ja auch einer Frau zu, wenn der Partner jünger ist oder einiges jünger ist. Sieht das nicht so als Problem an. Einfach auch wirklich annehmen. Natürlich ist es ein Problem, weil wenn es viele, viele Jahre sind, da ist man selber ja schon von der Lebenserfahrung her weiter. Und viele machen dann da ein Problem draus, wenn der jüngere Partner da noch nicht so weit ist, macht doch kein Problem daraus. Wenn es Bäm ist, wenn es das ist, wenn es die tiefe Liebe ist, dann ist es die. Punkt. Und da solltet ihr wirklich drüber nachdenken. Ja, also ganz, ganz wichtig, gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert. Und passt hervorragend hier mit der Spiritualität zum Herbst hin und eben hier wirklich innere Führung. So, und dann Verspieltheit. Verspieltheit auch die Leichtigkeit. Romantische Gefühle, ne, zurückerobern. Kreativität hier, Feierlichkeit. Also wenn ihr eine Feierlichkeit habt, seht es manchmal nicht ganz so eng, seht es locker. Macht die Feier natürlich zu eurem Tag, aber auch mit Leichtigkeit. Macht euch nicht so einen mega Stress. Wenn dann der Tag da ist, dann läuft es sowieso und dann kommt alles so, wie es kommen soll. Punkt. Also da, ne, also manche machen sich ja da einen mega Stress draus und haben von dem eigentlichen Tag gar nichts mehr, weil sie nur voll im Stress sind. Also Kreativität, ne? Also lasst euch da was einfallen, was Schönes. Hier geht es um die Feierlichkeit und eben hier wirklich fließen lassen. Und genau das passt hier so schön. Es kann natürlich auch sein, dass ihr auf dieser Feierlichkeit, es werden ja jetzt keine Sommerfeste mehr sein, es werden jetzt mehr die Herbstfeste sein, Herbstevents, kleine Feierlichkeiten. Und vielleicht lernt ihr da auch jemanden kennen. Lasst es fließen, lasst es auf euch zukommen.
und ohne Erwartungshaltung rausgehen. Viele sind immer so in der Erwartungshaltung, so, ah, ich gehe jetzt da und dahin und da ist bestimmt jetzt der neue Partner, die neue Partnerin. Lasst es fließen. Wenn ich in der Erwartungshaltung bin, mache ich mir Druck, bin ich nicht frei, bin ich nicht in meinem Gefühl. Deswegen einfach laufen lassen. Und hier, total schön, die zwei Karten hier, Amos, Botschaften, göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und ist das nicht wunderbar? Ich habe ja gesagt, ich bereite ja nie was vor. Meine treuen Zuschauer, die wissen das ja, ich bereite nie was vor. Und da könnt ihr immer dran sehen, wie dieses Zusammenspiel, eben dieses Netzwerk, dieses wundervolle, riesengroße Netzwerk funktioniert. Göttliche Fügung. Und hier dieses Denke stets daran, ich liebe dich. Und das hat wirklich auch etwas mit der Göttlichkeit zu tun. Total toll. So, die lege ich jetzt mal hier hin. Und jetzt ziehen wir noch eine Krafttierkarte. Diesmal sind sie dabei. Und dann schauen wir mal, was es da so für eine Botschaft gibt. Da ist sie. Der Waschbär, Zufriedenheit. Ja, kann ich nur bestätigen. Zufriedenheit, wenn ihr mit euch im Frieden seid, das ist so wichtig. Und jetzt gerade in dieser Zeit, was ich hier auch gerade gesagt habe, in diesem Vertrauen bleiben, das ist mega, mega, mega wichtig im Moment. Ja, dieses wirklich in der Zufriedenheit zu bleiben, tut was für euch, auch wichtig. Auch wenn ihr nur mal 10 Minuten oder ein Viertelstündchen rausgeht in die Natur, mal durchatmet oder euch mit einer dicken Decke in den Garten setzt oder auf den Balkon setzt. Das ist gerade so, so wichtig. Einfach mal so die Gedanken gehen lassen. Ganz, ganz wichtig. So, und jetzt schauen wir mal noch eine Liebesbotschaft für uns alle. Du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert und genau das solltet ihr euch wirklich auf die Fahne schreiben. Und das hat auch was mit dem Göttlichen zu tun. Ihr seid nie alleine. Da sind immer ganz, ganz viele Wesen, ganz, ganz viele Ahnen um euch herum. Und lass es zu und erlaub es dir. Du bist es wert. Jeder ist auf seine Art eine besondere Seele. Punkt um Ende. Ja, also schön. Sehr, sehr schön. So, meine Lieben, in 14 Tagen sehen wir uns für ein Neumond-Video wieder mit der Sabine. Und seid gespannt. Wir machen ja immer ja, ausgefallene Themen, Themen, die euch interessieren, Themen, die wir auch übers Feedback kriegen. Also wenn da ein Feedback ist, wo ihr sagt, Mensch, das Thema interessiert mich mal, dann bitte, also keine Scheu, einfach mal schreiben. Jetzt sage ich eine schöne Woche, eine schöne Zeit, passt alle auf euch auf, seid zufrieden, lasst es zu, dass ihr geliebt werdet und denkt wirklich daran, bleibt in eurer Haltung und ne, nehmt euch manchmal einfach ein Stück weit zurück, damit es euch gut geht. Okay? Bis dahin, alles Liebe, eure Birgit.